Ich verstehe noch nicht, wie man das Metall schmilzt. Das geht nicht weiter, wenn du hier guckst. Da passiert nichts. Ich habe das reingetan im Bad, da passiert nichts. Benötigt Feuererzeugung. Ach so. Nee, das ist beim. Hä? Nee, das ist beim. Das ist beim Feuer. Das ist beides. Beim Feuer steht aber auch da benötigt Feuererzeugung und das geht. Ach, schau mal, der verhüttet an. Ah, ja, guck mal. Jetzt, kommt der von da außen. Jetzt ist mal einer rumgelaufen und macht hier jetzt Feuer. Ach so, du. Ja, ja, ist wie du gesagt hast, du brauchst den halt. Warte, ich habe auch so einen, oder? Ja, hier. Da. Ja, jetzt. Okay, cool. Aha. Ah, vielleicht. Ja, das geht. Können beide? Nee, können nicht beide. Normalerweise geht das. Vielleicht müssen wir das Ding draußen hinstellen, dass wir hier links herum platzieren können. Geht aber gut. Oder ich denke, wer kommt mich da belästigen? So, ich muss mir den Diener anschauen. Was kann der überhaupt? Mal lesen. Ich habe den jetzt im Index drin. Meinst du nicht, dass Pokémon dagegen angehen wird, dass es zu krass ist hier, das da? Ja, was wollen sie machen? Komplett neue IP? Können sie doch nichts machen. Ja, ja, ist ja auch. Und die machen ja was anderes wie Tiere. Ja? Ich finde das halt schön, dass Pokémon dann halt mal gucken muss, ne? Beziehungsweise Pokémon Company und Nintendo, dass da halt bei Pokémon mal was Neues passiert, ne? Das habe ich so im Bericht gesehen, dass es eigentlich egal ist. Zu großes Franchise. Egal, dass die Spiele kommen. Ja, natürlich. Die haben ja, Milliarden. Das die können, größte Franchise der Welt. Die können so viel eigentlich in Spiele investieren, aber die haben immer nur so eine Scheiße. Ja, das ruckelt mit weil die alles. Leute, weil die Leute Pokémon halt einfach kaufen, ne? Die spielen es trotzdem, ja, ja, und es wird gehypt. Ja. Yeah. Ist egal. Deswegen, also, selbst wenn Nintendo das hier stört, ne, wenn die jetzt sagen, hier, das ist Kacke, dann kauft Nintendo die einfach auf und lässt die IP versauern. Wahnsinn, ne? Aber, ja, finde ich traurig, finde ich schade, weil Pokémon ist riesengroß, das kenne ich ja, obwohl ich da nicht schaue. Aber es ist nicht notwendig anscheinend, wa? Es ist einfach nicht notwendig. Ja, nee. Bei weitem nicht. Aber so ist es, also bis jetzt, keine Ahnung, das Kleid ist niedlich, gefällt mir, ne? Ja. Der Dino ist ein Drache, wer hat's geglaubt, aber es ist ein Grasdrache. Alles klar. Der kann sehen, Level 2. Ach, okay, das habe ich gar nicht gecheckt, Alter. Der hat Weizensaat. Bis jetzt können wir nur Beeren, aber der sät Weizen. Oha. Das ist ein Blumenduftdrache. Okay. Ja, easy. Kann das. Als Reittier genutzt werden, beim Reiten werden Angriffe des Typs Gras verstärkt. Digga, jetzt haben wir noch einen Kiffer hier. 420er Truppe gründen. wenn dieser Pall einmal wütend wird, kann ihn nichts und niemand mehr bändigen. Der Ausdruck in seinem Dinosum, auf den der Schwanz treten, bedeutet, jemand extrem zu verärgern. Alles klar. Ich guck uns den mal an. Was er macht. Management. Hier. Yo! Was macht er jetzt? Okay, jetzt geht er erstmal rum. Hi. Was macht der? Holzfällen. Wieso macht er so eine Scheißarbeit? Das ist doch ein Dino. Mit dem Schwanz? Jetzt check ich's eher. Ja. Ich dachte, es verbuggt jetzt verkehrt rum. Ich dachte, das Beste ist, er hat aber eine Axt in der Hand, ne? Ich sehe es, deswegen dachte ich, es ist verkehrt rum. Okay, das ist ultra nice. Ich muss den aber sagen, dass der halt, warte mal, dieses Beet ist halt Bärengarten. Ah, vielleicht gibt's danach noch einen Weizengarten oder so. Wir können upgraden unsere Station, glaube ich. Ich habe alles erledigt. Nee, Baue heißt die Quelle. Achso, wollte ich doch gerade. Also, Hot Tub ist das halt. Echt ein Hot Tub, Mann. Ja, der Hot Tub Stream auch noch. Weil ja. Das Spiel hat alles an alles gedacht. Das ist wichtig hier. Eine Anlage, in der müde Pals sich von der Arbeit ausruhen und ihre Gei regenerieren können. Ich weiß nicht, was dieses Gei sein soll, aber das ist so eine Ressource von denen. So eine Art Energie. Und die sinkt halt auch sehr wild. Das ist echt ein Hot Tub.
die wollen uns verarschen hier. Ich stell den mal mitten hier hin. Das ist so geil, da ist so ein Frosch, der den Mund offen hat und da kommt das Wasser raus. Was man so kennt. Hey, aber ich sag's immer wieder, für eine Version mit 0, 1, irgendwas oder 0, 0, 1, ultra viel schon drin. Ja. Hab ich auch bei No One Survive gesagt, ist auch so, aber in den letzten 9 Monaten ist halt nichts passiert, außer mehr Fehler dazu gekommen. Ich, auch wenn das ewig in Early Access bleibt, von mir aus, ich habe meinen Spaß hier schon. Na gut, ich helfe mit, komm. Fertig, wir haben erfüllt. Oh. Okay, ob das richtiges Wasser ist, weiß ich nicht. Was ist mein Char wieder hungrig, Alter? Was willst du? Kann ich Pilze grillen? Achso, Metall ist fertig. Dann mach ein paar Holzkohle, mache ich halt mal. Und halt einfach alles in die Kisten tun. Ich versuche zu vermeiden, dass ich in der Kiste was zweimal habe, aber diese Typen tun es ja auch einfach rein. Das ist ja schlimmer als ich. Ist überall nur so zwei Holz drin. Und das mit dem Shift halbieren ist auch geil, so wie bei Ark. Mit der rechten Maustaste einsortieren passt eigentlich auch. Weiß ich nicht, ob es so woanders schon war, aber ist gut. Ist gut. Ich mach mal gegrillter Pilz rein da. Ist einfach Max. Es gibt auch so Säcke, dass man das Dorf ein bisschen schützen kann. Es war bis jetzt kein Angriff. Aber die Angriffe können auch sein, wenn du nicht da bist. Wenn du weiter weg bist. Und ich habe diese Glocke im Dorf, das fette Teil da. Da kannst du einstellen, ob sie verteidigen soll oder der Arbeit nachgehen. Ich habe halt jetzt immer der Arbeit nachgehen. Aber ich frage mich halt, wenn ich jetzt nicht da bin und jemand angreift, kann ich in die Glocke nicht läuten. Na? Ich wollte nicht hinlegen. Du kannst deine Palbox verbessern. Ja, mach ich gleich. Erst erstmal gegrillte Pilze essen. Und du kannst ja auch die in deiner Gruppe füttern mit einfach zwei Klicks. Ja. Hey, das ist einfach so simpel as fuck. Wo andere es so kompliziert machen, ist einfach so simpel. Gut, ich meine, so ein Daisy wird so nicht funktionieren. Also, aber es ist halt mal interessant. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Shortcut besser wird. Hohe Messlatte. Was es angeht. Mhm. Ultra hoch, also krank. Ne, halt für Early Access wild. Bei einem Shortcut ist ja auch wild. Es ist noch kein Preis fest, ne? Ist ja nie. War bei dem auch nicht. Es ist nie. Es ist nur an dem Tag, wo es rauskommt. Bei Palworld hier. Oh, ich habe mich hier festgebackert. So stand's woanders, aber nicht auf Steam dann, oder? Doch, auf Steam in den FAQs von den Community-Dingern haben die Entwickler gepostet, was der Preis sein wird. Ach so, ja, okay. Ich dachte, das steht halt nie drin. Okay, gut. Na dann. Und da haben dann halt Leute bei Enshrouded in den Diskussionen gesagt, ja, hier, wäre cool, wenn wir da was wissen würden, ne? Weil. Ja. Wenn sie sagen, Early Access ist ein Fuffi, dann ist bestimmt, es ist ziemlich hoch. Enshrouded keine Zukunft, ne? Ich schätze, das ist viel höher als das. Weil das hat man hier nicht so ernst genommen. Und jetzt noch bis zum 25. ist es, glaube ich, noch auf 10%. Aber 26 geht echt, das ist echt entspannt. Ja, eben. Also. Habe ich schon Schlimmeres gesehen im Early Access, ne? Ja, sicher nicht. Hey, genau deswegen liebe ich Early Access. Das ist Early Access real. Das ist wirklich hart und geil. Und pervers und super. So, ich verbessere unsere Box. Dann können wir noch ein paar Dings da. Boah, hochwertige Werkbank. Boah, mittelalterliche Pharmazie-Werkbank. Endlich kann man sich dann heilen. Und setze einen Paul für Arbeit im Lager ein. 7 von 8. Ja, mache ich noch einen rein, Leute. Bei noch ein Bett hier. Das mit dem Bett erinnert mich auch so ein bisschen an, also
so an Warcraft. Du tust so Häuserchen bauen oder Bettchen bauen, dann können die dann leben und arbeiten und nur dann kannst du mehr bauen. Also sonst kannst du ja hier Einheiten limiten, so eine Scheiße. Was kann das Schwein überhaupt? Das kann auch Bergbau. Wie macht denn das das? Mal kurz schauen. Was macht denn das Schwein mit dem Bergbau? Der geht da echt dahin. Hast du gesehen eigentlich diesen Muffi, der so lustlos da klopft mit der Spitzhacke? Nee, ich war noch nicht wieder zu Hause. Musst du da gucken. Habt ihr noch nicht schon gesehen. Das Schwein macht's natürlich vorne mit denen mit der Schnauze, klar. Wie wild. Der Muffi hat Guide 12. Geh doch mal ein bisschen baden hier. Lol, der ist echt drin beim Baden. Boah, das ist ein... Also, ich finde den Hirsch ultra schön. Der hat sich einfach reingejockt. Der Typ. Dann hat sie mal gegönnt. Technologie. Der Gießen beherrscht. Okay. Giftbogen. Aber ist der Giftbogen besser als der Dreierbogen? Der Dreierbogen, krass. Hier, Sandsack. Setze Pauls hier ein, um sie nach Feinden Ausschau zu halten. Hochofen. Federhaarschmuck. Nagel. Metallaxt. Metallspitzhacke. Hochwertige Werkbank. Brauche ich mal so eine. Holztor. Hier! Ich kann's bauen. Liftmunk Maschinenpistole, so ein Geschirr oder sowas. Kleine Maschinenpistole für Liftmunk ermöglicht es ihm, sich bei Aktivierung der Partnerfähigkeit auf deinen Kopf zu setzen und dir damit Schützenhilfe zu geben. Okay. Oder ich habe irgend so ein großes Ei gefunden. Ah, nice. Ich hab noch nicht gesehen, es muss irgendwas zum Ausbrüten geben. Nimm ich mal das hochwertige Ding. Metall und Spitzhacke jetzt. Ich nochmal. Fellrüstung. Ist bei antike Technologie. Achso, da habe ich einen Punkt. Wie komme ich da hin? Ach, rechts. Achso. Das kannst du auf Level 7 lernen. Lol, Enterhakenpistole zum Hochziehen oder was gibt's auch, sehe ich gerade. Oder. Ja, ich sehe es gerade. Ich könnte das lernen. Oder halt diesen Brutkasten. Ich weiß ja nicht. So eine Pistole ist halt schon cooler irgendwie. Weil ich habe halt nur einen Antikpunkt für den Boss vorhin bekommen. Ich wollte gerade sagen, wie kriegt man die? Ich habe einen anscheinend für den Boss. Weil das war so extra Anzeige. Das war genau die Farbe vom Antikding. Müsste das gewesen sein. Boss-Dinge. Palensafter. Okay, das klingt pervers. Damit kannst du aus Pals derselben Spezies einen Konzentrat erstellen, um den Rang eines Exemplars zu erhöhen. Es gibt ja auch Pal-Seelen. Du kannst ja hier die Seelen ausgeben, um deine Fähigkeiten und seine Fähigkeiten zu erhöhen. Aber wie, ich verstehe nicht genau, warte mal. Eigene Fertigkeit verbessern? Habe ich einmal gemacht. Opfere Liftmunk-Statuen, um deine Fanggeschick zu erhöhen. Du hast nicht genug und dann kannst du nochmal Pals verstärken. Und dann habe ich jetzt oben 5 Seelen. Ich weiß noch nicht. Also du kannst auch zurücksetzen jederzeit. Oha. Ach, kann ich machen hier. Ich gehe auf den Pal drauf, dass es mehr Leben hat, mehr Angriff hat oder mehr Arbeitstempo. Ja, natürlich Arbeitstempo, mehr Malochen hier. Schneller Malochen. Und du kannst alles zurücksetzen ohne Probleme. Ey, was ist denn. Wie durchdacht ist das denn? Also, Alter, das Wildschwein in dem Whirlpool hier. Was? Zeig, will ich sie nicht sehen. Oha! Geil! Okay, ich finde das Spiel einfach großartig, keine Ahnung, Mann. Der Hirsch war auch ultra edel. Der ist halt stylisch da, der Hirsch war edel. Der hat Magengeschwür, siehst du das? Rechts steht Magengeschwür. Dieser Paar ist krank, die Arbeit fällt ihm schwer, deswegen ist er jetzt im Pool. Ach, wir müssen noch ein Bett bauen, weil ich habe erweitert, aber kein Bett. Faulpelz ist er, wenn du drüber hältst, Rushor. Dieser Paar legt ein paar Päuschen ein. Ey, was zum Fick, Mann. Einfach lost in dem Game gerade. Einfach lost. Kannst du dir das nicht vorstellen? Wie krank.
Weiß nicht, ich finde es halt wirklich, ich hatte an das Spiel ja wirklich null Erwartung, ne? Und bis jetzt finde ich es halt grandios, keine Ahnung. Ich kannte es bis vor 2 Tagen nicht. Ich habe nie was davon gehört, so. Bestimmt mal irgendwo gesehen, aber nicht für ernst genommen. Weggespult, weil ja, Pokémon-Dinger und Zeichentrick weg damit. Scheiße. Ja, ich bin ja eigentlich so ein bisschen mehr in der Pokébubble drin, ne? Ja, weiß ich, ja, genau. Ne, und deswegen, also ich kannte es wirklich nur als das Meme-Ding. Das quasi das Pokémon-Spiel, also das Pokémon ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und kannte das von einem kurzen Video auf Twitter. Entschuldigung, auf X. Bin verwirrt, damals hieß es noch Twitter. Also von Twitter. Ja. Ja. Wichser. Und das war's halt, keine Ahnung, Mann. Krass, Mann, was die dann alles machen, einfach so. Hochwertige Werkbank, 15 Metallbar und 10 Nägel. Nägel habe ich gerade hergestellt, Metall brauchen wir noch. Wir haben keinen, der Metall hat. Wir müssen uns irgendeinen so Seppel holen, der Metall nimmt. Aber die. Achso, die können nur Holz, oder was? Die alle. Ja, nicht Holz, die können nur so Erz. Ja, gut, dann baue ich dann erstmal doch so eine Spitzhacke, eine Bessere, dann kann ich Metall farmen. Echter Weizensaat bekommen. Hübsche Blume. Eine Blume mit hübschen Blüten. Kann zur Herstellung von dubioser Saft und seltsamer Saft verwendet werden. Und weißt du, was noch heftig ist? Dass die deutsche Übersetzung okay ist. Außer zwischendurch so ein BR, aber das ist, glaube ich, Leerzeichen. Es ist einfach eine gute Übersetzung. Und ARK hat es bis heute nicht geschafft, dass alles deutsch ist. Und ich habe damals die ARK-Übersetzer geflamed und dann kamen dann 2 in Chat bei Twitch bei mir und haben sich beschwert, warum ich da flame. Sag ich, ja, was ist das für eine Scheiße? So spricht doch keiner. Wie übersetzt du das denn? Sag doch ganz normal den und den Namen. Was soll das? Weiß nicht, da war eine Menge los und ich halt, hab die halt angeschissen, weil immer jemand, der bei uns zugeschaut hat, durfte halt dann übersetzen als Freiwilliger. Und dann habe ich das Spiel kurz auf Deutsch gestellt, hab's mir angeschaut, hab gekotzt, sofort wieder auf Englisch zurück. Bis heute nicht geschafft, das richtig zu übersetzen, irgendwie. Das Enshrouded bin ich gespannt, das ist ja, glaube ich, eine deutsche Company. Habe ich gehört oder hat mir Tichi gesagt oder so. Mhm. Wahnsinn. Dass wir mal wieder was zusammen spielen und sowas. Ich freue mich, wenn du ein riesen Haus baust hier. Was ist denn jetzt los? Haus mit Dächer, viele Dinge. Hopp. Ja, erstmal Rüstung beschädigt. Aber geil, was zu reparieren. Das Geile ist, man kann die Sachen reparieren. Ich bin so klein gehalten worden bei No One Survive. Du kannst doch nichts reparieren. Es muss alles kaputt gehen. Nur die Häuser. Hier kannst du einfach alles machen. Achso, was ich sagen wollte. Das ist das eine der wenigen Spiele, wo ich mir vorstellen kann, die haben das selbst gespielt. Also, die haben das wirklich gespielt. Das, ich fühle, was du meinst. Das geht nicht. Also, das normal nie. Dann machst du irgendwas, dann denkst du, ja, die müssen doch auch mal so weit gekommen sein, dann müssen auch noch mal irgendwie. Und dann denkst du, nee, die haben das nicht gespielt, geht nicht. Nicht einmal die Tester, nichts, keine Ahnung. Ja, fühle ich. Fühle ich extrem. Achso, was bräuchte denn für dich? Ich bin schon wieder hungrig. Die haben viel Hunger. Wenn du auf den Paldex gehst und die einzeln anklickst, hast du da auch Essensmengen. Die fressen manchmal wie die Schweine, man ganz viel. Ich wollte mir schnell schauen, ich wollte doch so eine Spitzhacke, eine bessere bauen. Habe ich noch Punkte? Ja, habe ich noch. Achso, was meinst du, den Haken? Sollen wir den holen? Ja, bauen wir Haken. Ich bräuchte dann diese Bruchstücke. Die hole ich mir dann auch gleich. Wenn ich habe jetzt gelernt, die Metallspitzhacke. Und gucken, dass ich die baue. Und dann können wir. Haben wir ein besseres Ding. Hier ist noch so ein großes Ei. Oh, da ist das zweite Glitzerei. Geil. Gefrorenes Ei, okay? Das andere war ein saftiges grünes Jumbo-Ei. Das hier ist ein gefrorenes Ei. Das andere ist sogar grün. Also vom Jumbo? Geil, Mann. Der frisst uns alles weg, wenn wir den. Der frisst uns alles weg hier. Wenn wir den in die Basis lassen.
Der von Pro7. Dann ist hier nichts mehr. Ja. RIP. Technikfrucht in deinem Inventar. Du kannst sie benutzen, um Pals neue Technik überzubringen. Okay. Was ist das da? Drachenfrucht. Technik. Technik Drachenfrucht kann. Andersrum. Drachentechnikfrucht. Drachenkanone. Mann, schweres Oha. Wort. Was ich gesehen habe, du verfolgt ja so links, was sie so machen manchmal. Level up, bla bla bla. Und dann sehe ich auf einmal, ja, der hat die und die Fähigkeit neu gelernt. Anscheinend kriegen die auch mit höheren Level andere Fähigkeiten. Na? Noch dazu. Einfach aufs Haus kriechen. Ah, ich glaube, diese eine Spitzhacke kann ich nur bauen in der neuen Bank, oder? Naja, macht Sinn, macht Sinn. Hochwertiges. Zwei Metallbarren. Okay, ich hole mal kurz Metallbarren noch. Jetzt arbeiten die alle nur noch beim Werk, hey, die Schweine. Ich habe Erz gar nicht mehr gesehen. Wo sind die denn? Ach, da hinten. Das ist Erz, ja. Okay, sorry. Ist da noch ein Dino? Ne, ich bin gerade bei so einem Schneevieh. Hier vor der Tür ist noch einer. Also brauchen wir noch einen? Schneevieh? Oh, ich bin eingefroren. SOS. Ja, so wie ein Jäger, habe ich doch vorher gesagt, ne? Der so eine Eisblock. So ein Eisblock wie ein Jäger. Ja, ja. Oh, ja, habe ich auch gesehen. Auch gekämpft gegen den. Egal, ich habe den Eismann noch gefangen. Wenn du den hast, dann ist er bei mir auch ein Pokédex? Nee, oder? Also ein Balldex? Nee. Jetzt muss ich da erstmal wieder hinlaufen, das Viechzeug holen. Wenn da ein Portstein in der Nähe ist, kannst du dich porten. Da ist keiner. Ja, du bist da so dazwischen zwei. Achso, du kannst dich ja zu dem Portstein hinporten. Du kannst ja da spawnen bei dem. Okay, sieht wild aus, was du da machst. Bei mir fliegst du so über die Insel gerade. Achso, jetzt halt. Ja, hast du den schon entdeckt, den Stein? Ne. Okay, sonst könntest du dich direkt dahin porten. Hab ich auch verpeilt, von der Basis hin. Ach, ich hab da noch nicht mal meinen Gleitschirm oder was? Alles weg. Also, ja, bau dir einfach rein. Auf dem Weg dahin. Kannst ja, der kostet ja nichts. Ja, alles komplett weg. Und jetzt kann, wenn jetzt ein fremder Spieler auf dem Service kann, der halt dein Loot nehmen. Theoretisch. Aha. Stand bei mir am ersten. Pokémon kann er gleich nehmen. Alles. Stand da bei meinem ersten Tod hier. Hey, ich hack jetzt seit 2 Stunden diesem einen komischen Barren. Wie viel habe ich denn da rausgeholt, ey? What the fuck? Kann ja keiner wissen, dass wenn ich auf den großen Brudi schieße, dass die ganzen kleinen Freunde mit ihm schießen. Ja, die Range ist nicht einmal so wenig von denen. Ja, ist wild. Aber ist cool, dass die Boys so ein bisschen einen auf Rudel machen oder so. Ja. Wie viel kriege ich denn noch hier raus? Ich stehe seit 2 Stunden in einem Erzvorkommen und ich hocke immer noch rum. 40, okay, das reicht erstmal ein bisschen. Was ist denn das? Das ist so ein Pokéball. Kann dir nachher mal so. Weißt du, ob das geht? Mal auf dem Alpaka reitest, finde ich jetzt nicht so geil. Aber es schießt irgend sowas, was sehr viel Schaden macht. Es schießt und macht sehr viel Schaden. Ich teste nochmal so ein Dino, wenn wir schon da sind. Level 15, was bin ich? 12, oh mein Gott. Das Feuerfuzzi-Ding ist neben mir. Schau mal, was das macht. Ich spann mal an. Und Energie. Der will zum Nahkampf anlegen. Und das andere Ding zündet einfach an hier. Warte, weg. Hey, es hat mich gedornt, wieder Dudu. Ich hab Dorn um mich herum. Hab noch einen. Boah, knapp. Einfach Dorn gehabt um mich herum. Lol.
Gut, dann haben wir noch so einen scheiß Typ. Jetzt wieder raus. Muss halt dein Viech doch reintun, sonst tötet es ja. Mit ihrem Magengeschwür. Dieser. Hast du auch dauernd die ganze Zeit dieses Lager-Info da? Rechts? Nee. Nee? Bin ich da, hab keine Info. Ach so, vielleicht ist es nur, wenn du da bist, ich weiß nicht. Kann auch sein. Max, go. Wäre ich noch ein Fuchs hier? Der hat ihn gut angezündet, den anderen. Fuchs. Ja, wir haben noch einen Fuchs, dann tue ich diesen einen weg. Es gibt sogar noch so eine Flammenfrau, die nennt sich hier diese Flambelle. Kann die das auch? Ja, safe. Dann tue ich die mal probieren. Feuerschuss und Flammenschuss. Okay. Der Depressive ist echt krass. Tut immer nur einer verhütten hier. Aber geht irgendwie schneller als vorher. Ach, der ist höher im Level oder was? Oder geht's. Ich glaube, der geht's genauso. Weiß nicht, kann man die Kisten beschriften? Ich glaube nicht. Man kann aber Schilder hinstellen. So, warum bin ich eigentlich da weg? Wegen? Ach, nur noch Nägel brauche ich. Ich glaube, ich muss erstmal Nägel lernen, oder? Ja, muss ich erstmal lernen, Nägel. Nägel ist dann, hier, oder was? Ja. Ah ja, entspannt aus dem Metall bauen. Ist echt schon so ein bisschen Siedler. Sonst hätte ich auch mal Bock zu spielen wieder. Aber halt nicht zu komplex. Ich weiß, dass das der Macher von Siedler jetzt gemacht hat, das nochmal. Aber habe ich halt Angst, dass es zu komplex ist. Ich will nur entspannt so ein Dorfding bauen, so ein Hauptteil. Ein bisschen Förster, ein bisschen oder wo abhackt dann. Die, so gemütlich. Nicht zu viel Mikromanagement. Halt. Genau, entspannt. Ja. Und so dachte ich, ist vielleicht das von Ubisoft, wo sie alle sagen, so schlecht. Weißt du? Aber. Anscheinend auch nicht. Irgend so ein Psycho-Pokémon hier. Es ist nachts, ne? Da sind andere auch da. So ein schwebendes? Ja. Ja, das hat mich voll umgebracht. Da schießt auch so Schatten-Dinger. So, Metallbahn passen. Hat der Nägel gemacht? Das heißt, dabei, ich helfe dir mal. Aber ich kann dem gar nicht helfen, oder? Nee, es wird nicht schneller. Ach, jetzt hat. Ah, ich muss erstmal die Nägel nehmen, einmal F drücken zu nehmen und dann bauen. Okay, okay. Ich finde auch das Gewicht ist auch angenehm. Ja. Also du musst nicht zu viel Management im Gewicht. Es ist eine Menge, es wird eine Menge um die Skills und es geht. Don't hurt me. No more. Ich kann mir ja noch heute den Syndikat-Boss töten. Vor dem Ding ist halt direkt ein Spawn. Keine Ahnung, was ist das hier? Tagebuch, okay. Depresso gönnt sich ein Päuschen. Man kann noch die Sachen selber benennen, ne? Jeden einen einzelnen Namen geben. Eigenen Namen geben, meine ich. Den Tieren. Aber lass es halt mal. Das lerne ich dir ja nicht. Kann ich hochwertige Werkbank herstellen? Ich würde dann die anderen abreißen, die normalen, warte. Ist auch krass gemacht mit B und dann gehst du auf C und dann kannst du einfach abreißen. Rückbau. Und weg ist. Hammer.
Wie ist denn das, wenn mein Poketeam voll ist? Wo kommen die Viecher hin? Kommen die automatisch in eine Box, oder? Ja, automatisch jetzt nach Hause. Wunderschön. So. Oh, ich bin hier einfach an irgendeinem Strand. So. Die erweiterte Handwerk liegen bei Box, brauche ich gerade, was auch immer. Warum wird mir da eigentlich so ein random Pokémon auf der Map angezeigt? Boss. Ein Level 11. Ach, das ist der kurze, der Chillet. Ja, das habe ich, okay. Genau. Das habe ich auch, genau, das war die Frage, die ich auch gestellt hatte. Was ist das? Hier hingreif an, tot. Also, hat er dann auf einmal so einen Boss-Balken. Oben. Boss-Balken immer interessant. Naja. Nee. Okay, die neue Werkbank. Surprise-Boss-Balken. Ja. Okay, die neue Bergbank kann das gleiche wie die alte, deswegen habe ich gut, dass ich das zwei abgerissen habe. Und das Geile ist, die kann das gleiche wie die alte plus die neuen Sachen. Nicht wie bei Icarus, alles kann nur das Neue. Da haben wir auch mal Kopfschmerzen, habe ich dann gehabt da. Ja. Zum Beginnen. Da lerne ich gleich das andere noch. Achso, ich war ja auf dem Ding wegen der Enterhakenpistole. Kleiner Futterbeutel. Okay, da. Lol, das erinnert mich auch an Icarus mit so einem Modul, wo du dann Essen reinsteckst oder Luft reinsteckst, also automatisch, dass das die Sachen nimmt. Ein kleiner Beutel, in dem man Futter mitnehmen kann. Schaltet bis zu einem Autofütterungsslot frei. Bei Hunger wird das im Slot ausgerüstete Essen automatisch verbraucht. Nimmt einfach, wenn's. Ja. Ist auch so ein Rare-Ding von so einem Antik-Ding. Wild. Eine Enterhakenpistole zur schnellen Fortbewegung hakt sich am anvisierten Ziel ein und zieht den Anwender nach. Erleichtert die Mobilität auf Terrain mit großen Höhenunterschieden. Das klingt ja wie nach Fortnite. Enterhaken freischalten? Jo, mach ich mal. Okay. Hallo. Tag. Hier ist noch so ein Teleportknöppel. Mal hier Metallachs, die auch nämlich eigentlich beides. Metallachs, zack und go. Dann tue ich die anderen Äxte weg, brauche ich nicht mehr. Ah ja, apropos brauche ich nicht mehr, du hast sogar ein Entsorgungsding. Das ist auch heftig. Abwerfen, entsorgen. Ja. Was man halt in jedem Spiel so sich halt immer denkt. Was macht man mit der Scheiße, die man braucht? Entsorgen, weg damit. Kann nicht rückgängig gemacht werden, egal. Wie kann ich mich hier zum Lager porten? Gehst dann das Ding ran und drückst die Taste. Ach, ich muss an der Statue stehen. Ja, immer. Ah, okay. Einen Knopf drücken quasi. Einen Aufzug rufen. Wieso hat der aufgehört? Mach da Pause jetzt. Ja, sonst wär's zu krass mit hin und her porten. Das wäre wild. Ist auch so schon geil, dass so alle 10 Meter so einer da ist. Oh, mein Headset sagt auch schon niedrig. Theory, the wire-free. Okay. Was ich noch ein bisschen wild finde, die Sachen durchschalten mit Mausrad, kann man die nicht einzeln anwählen. Glaub nicht, gell? Immer noch ein bisschen das blaue Zeug holen. Ich habe jetzt bessere Axt, vielleicht geht's schneller. Wie geht? Wie süß, ich habe so einen richtigen Schuhranzen hinten drauf. Und so einen Rucksack. Ich spekuliere auf das Fliegen, ne, mit dem Vogel da. Aber das ist, glaube ich, so weit entfernt noch.
doch, geht schon schneller, glaube ich. Ich mach mir einen Schaden. Ja, geht besser. Aber eigentlich bin ich in dem Spiel gewohnt, dass ich das nicht selber machen muss. Wild hier, keine Ahnung. Ob Dave mich hört oder. Kann man sich da nicht schreiben? Irgendwas hat er gesagt. Grafik, ja. Dachte ich schon. Teilweise ja, aber es ist so krass, dass alles geht, dass ich dann drüber hinwegschaue. Das ist Wahnsinn. Du wirst mal welche holen, die aber Metall hacken können, die Schweine. Kann nicht sein, dass ich selber machen muss hier. Als Boss. Ich muss mir noch mehr Ausdauer geben. Ausdauer reicht irgendwie nie. Aber gut hier, krass. Das ist Stein. Braucht kein Schwein. Aber da kommen auch Stücke raus. Bruchstücke, okay. Sogar eine ganze Menge eigentlich. Das Ding hat gerade gesagt, wir haben kein Holz mehr. Was ist da los? So müssen wir vielleicht nochmal klicken, dass die das sammeln. Gar nicht mehr bewegen, Alter. Die sind bei 300 Holz. Ich drück mal drauf und stehe dann und schmeiß 1100 Kilo, klar, abwerfen hier. Kann das ja. Man müsste direkt eine Kiste dahin tun an das Ding. Mach ich mal, wenn es geht, dass man direkt dann looten kann und drauf zugreifen kann. Also was geht, ist das geht, geht. Eine kleine niedliche Kerze. Geht. Also ist hier voll knuffig. Ja. Ich habe direkt, wo man da Holz lootet, habe ich eine Kiste, dann kann man es direkt vom Looten da rein tun. Dann haben wir es sofort. Und dass man sich bewegen muss. Zack. 1104 Kilo Holz. Er läuft. Wie weit sind die? Oh, 597 machen wir das. Mache ich mit dem Stein genauso. B, ne? B. Ich muss halt schauen, wo der. Also ich muss kurz schauen. Nein, nein, stopp, stopp, nein, nein, abbrechen. Nein, nicht hinbauen. Keiner hinbauen. So. Ich muss schauen, wo das hinkommt, wenn ich es erhalte. Zack. Ach so, direkt hier hin, wo ich gerade bin, okay. Pass, pass. Da, wo. Das so, da, wo ich es halt nehme. Tu es doch in die Hand. Ja, ja, gut, macht Sinn, macht Sinn. Passt. So, müssten wir eigentlich Zugriff haben wieder auf viel. Okay. Passt. Bruchstücke auch. Erz auch. Passt. Wieder ein bisschen Erdschmelzen hier. Was ist mit dem Schwein? Was machen das dann? Lass mal auf Haus kriechen. Hallo? Ich gehe halt oben rum. Okay, das sind mehr Dächer als vorher. Machen wir Angst hier. Machen wir Angst. Yo! Das waren jetzt wilde Geräusche. Max, zack, let's go. Dann kann ich hier rausgehen. Praktisch. Danke. Kann man jetzt hier einfach rausgehen. So, wie schaut die Quest aus? Baue mittelalterliche Pharmaziewerkbank. Jo. Na klar. Kann ich die schon? Achso, ich wollte eigentlich diesen Hakenpistole bauen. Metallbahn, ja genau, deswegen habe ich gefarmt. Mittelalterliche alte. Okay, kann ich bauen. Ich brauche nur Nägel. Nägel. Hey, cool, danke, kann ich hier rumgehen. Cool. Oha. Ich brauche mehr Metallbarren. Wer kann denn Metallbarren bauen?
Die Metallbarren gab's doch in der Schmelze. Ja, ja, nee, das Erz muss doch einer machen von den Fuzzis. Also ich will, dass sie selbst machen. Wer bin ich denn hier? Ich hoffe, dass die Pauls auch mal eine Nacht durchmachen. Ja, als Cutter muss man das machen. Wir machen es wie die Blizzard-Mitarbeiter. 24-7 hier. So ein Ding ist das. Ah, hier. Hinosom gönnt sich ein Päuschen, faules Schwein. Ich aufs Maul, wenn ich nach Haus komme. Na, warte, bis ich nach Haus komme, da. Sammelt doch nicht irgendwie alles auf, wenn ich hier. Was ist denn hier nicht bei diesem Ding? Ich muss mal schauen, das ist ganz am Anfang gewesen. Hier ist so ein Gitter. Aufheben. Notiz eines Schiffbrüchigen habe ich. Kann bestimmt irgendwas lesen, habe ich noch nicht gemacht. Was ich auch gut finde, ich habe mir so ein bisschen das Survival Guide durchgeschaut. Ist nicht unbedingt notwendig, dass das da steht, weil es schon viel selbst erklärt, aber es ist gut gemacht. Also da steht echt, was man alles so machen kann im Spiel. Auch nicht einmal, wo du denkst, so für dumme erklärt, sondern ganz okay. Ich hasse dieses so tolles, wo es wirklich für dumme gemacht ist. Das verstehe ich halt dann erst recht nicht. Das ist so dumm, dass ich überfordert bin. So, ich habe Dummheit, aber irgendwann habe ich da auch Grenzen. Also nicht wirklich, aber irgendwie doch. Einfach noch Ausdauer-Skill, ey. So ein Ding. Wer schleppt Sachen für mich? Irgendein Viech sollte für mich Sachen schleppen. Also ich kann gar nicht mehr den Gleiter nutzen hier. Abwerfen. Wenn man zu schwer ist, Gleiter geht auch nicht. Mit Runterkrach sterbe ich oder was? Ich habe noch nie Fallschaden im Spiel erhalten, irgendwie. So nice. Machst du jetzt ein echtes Dach? Ja, klar. Oh mein Gott. Das ist Katastrophe. Also richtig, oh Mann. Ich will immer gerade haben, weißt du, kennt sich ja. Das macht ein richtiges Scheunendach. Ja gut, ist groß oben. Das passt ja. Wild, 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 wild. Aber ich bin froh, dass du da baust, habe ich da nichts mehr machen. Lade ich die Maschinen, benutzt die, lass mir helfen, den Pocket-Dingern, Paul-Dingern, was gut ist. Beste. Ah, das snappt ja aber noch ein bisschen wild hier. Hat mir keiner gearbeitet hier. Komm nach Hause und die Nägel nicht fertig. Oder wo snappt denn das hin? Oh. Will ich bauen? Was muss ich bauen? Ach, Pharmazie. Keine Stütze vorhanden. Ich gebe dir gleich eine Stütze. Ah, noch drei Nägel, okay. Eine Stütze kenne ich aus anderen Spielen. Vielleicht ja wohl an diese hohen Kante Dach setzen. Jetzt mal. Die süße Hürenkante. Nägel mit der Hand selber vorziehen. Wie geil, dass kein Gebäude so übertrieben, also kein Tisch so übertrieben groß ist. Aber süß und klein immer. Eine Stütze von deiner Mutter ist keine Stütze. Je nach Berufswahl. Also. Wisst ihr? Okay. Yo, yo, yo. Schwache Medizin, rote Beeren und Horn. Vielseitige schwache Medizin, die sowohl bei Erkältung als auch bei Verstauchung helfen.
LP lassen sich damit nicht wiederherstellen, egal wie viel man davon futtert. Na toll. Medizin. Wundersame Medizin, die bei Leiden wie Magengeschwür oder Knochenbruch hilft. LP lassen sich damit nicht wiederherstellen. Ja, gib mir doch mal ein LP. Starke Medizin. Starke Medizin, die bei Leiden wie erschöpft oder depressiv hilft. LP lassen sich damit nicht wiederherstellen. Ja, was ist denn, wann kann ich denn mit LP? Ein Trank, der die Stimmung verbessert. Nach dem Konsum erhöht sich das Arbeitstempo für eine gewisse Zeit beträchtlich. Allerdings sinkt die Gei. Okay. Seltsamer Saft. Ein Trank, der die Stimmung erheblich verbessert. Nach dem Konsum erhöht sich das Arbeitstempo für eine gewisse signifikante. Allerdings sinkt auch die... Ist doch der gleiche Tanks. Okay, jetzt können wir das Ding wieder upgraden. Let's go. Nächste Stufe. Dorfstufe 9. Baue Kühlbox, baue Plansphärenwerkbank. Jetzt wird das in die Kühlbox bauen. Soll ich eine Kühlbox bauen? Ich gehe einfach planschen. Ah, hier das mit dem Maschinengewehr. 5 Metallbarren. Fleischerbeil. Oh, das ist ein krasser, makaber Text. Ein Messer, mit dem du gerufene Paul schlachten kannst. Wenn du es ausgerüstet hast, ändert sich die Option streicheln zu schlachten. Ein geschlachteter Paul ist für immer weg. Ja, ist ja okay. Das ist ein interessanter Text. So, die Kanone hier und das Metallbarren 10. Da, das hier. Wo brauche ich denn das? So, warte, ich kann jetzt noch einen Dino hier nehmen. Haben wir noch einen coolen Dino bekommen hier? Management. Dieser Tombat ist der... Habe ich, glaube ich. Ach, den hast du geholt, glaube ich, in Tombat. Und ich habe auch einen geholt. Wo ist denn meiner? Der schwebende Viech. Ich setze mal. Was kann der? Giftschuss, Luftkanone, freier Slot, Duckmäuser, Neutralitätspack. Fastenprofi. Ich würde mal hier ins Dorf gucken, was der macht. Jo, ist der groß. Genau so ein Viech hat mich ja schon umgebracht. Da guckt er, okay, okay, gut. Okay, was macht der? Der kann halt auch mal lochen hier überall. Ach, der sammelt. Ach, ja, die legen Feuerdrüsen. Oha, diese Lilith oder Flambelle. Okay, der sammelt einfach einen jetzt. Das ist so heftig, dass der Dino jetzt mit dem Schwanz jagt. Der spritzt die ganze Zeit. Wahnsinn. Technologien schauen hier, was ich da noch alles skillen kann. Achso, was brauche ich denn dafür? Ich will so viel gleichzeitig gerade bauen, ich werde wahnsinnig. Wo brauche ich denn dieses Ding mit der Maschinenkanone hier da, oder? Bin ich falsch. Oh mein Gott. Der Liv-Munk, für den kann ich jetzt eine Maschinenpistole bauen. Und für den Tanzi kann ich ein Sturmgewehr bauen. Ja, klar, sicher. What the fuck, Alter? Ja, können wir eh beides holen. Das haben wir genug. Ich hole für den Tanzi. Ich bin ja eh da gerade bei dem. Ja, dann einfach ein Sturmgewehr mit unendlich Schuss oder was? Was war mit dem Haken? Wo kann ich den bauen? Der Haken? Was machen die da draußen? Boxen die sich jetzt? Nee, gell? Der hat auf den Stein. Ach, nö, dieses Geräusch wieder. Wieso geht der nicht in die Mine mal lochen? So wie die anderen.
Ich will. Ich habe eigentlich noch nie was gesucht, was ich herstellen muss, aber gerade. Ich wollte dieses Ding herstellen, diese Kanone da, die ich geskillt habe. Wo stellt man die her, ist halt die Frage. Metallbaren und Fasern, okay. Das ist metallbaren Farben vielleicht. Ah, hier, eine normale Endhakenpistole. Brauche ich noch 2 Metallbaren und 7 Fasern. Was machst du das eigentlich? Was ist das denn so überhaupt? Noch ein Bettchen? Bett. So. Das ist ja perfekt platziert hier. Zumindest, die anderen waren zumindest in Reihe. Da beschweren hier. So. Ich brauche Metall wieder. Soll mal schlafen kurz, dass es heller wird? Jo, lass mal. Wir müssen doch. Wir müssen ein 40 Meter Metall für uns abbaut. Mach ja nichts alleine. Was hältst du von dem Ausgang auf der anderen Seite des Hauses? Auch noch. Hier, ich schieb genau dein Bett vor. Du bist halt weg. Die sind eh komisch platziert da. Die beiden Betten können wir eh woanders hin tun. Hallo, wie viel HP hatten so ein verrohtes Bett? Du musst doch mit einer Taste das abbauen. Kann, ja, das BC. Kann ich doch im Rückbaumodus machen, klar. Genau, BC, genau. Jetzt bin ich wieder so, verhungert, was frisst denn der? Zum Glück sind die Betten nicht zum Spawn gedacht. Ist noch so ein Hey dir, ho dir. Boah, dieses Mammut, hey. Imagine, das Mammut haben wir dann irgendwann gezähmt und da läuft es in unserem scheiß Dorf rum. Siehst da nichts mehr. Nur Schatten überall. Erz. Oh, ich kann nicht mehr tragen. Habe ich noch was als Stein, können wir wegschmeißen? Abwerfen. Geht halt nicht. Ich hatte doch vorhin so ein Pokémon gelesen, der mir. Der da stand irgendwie. Der. Ich habe jetzt diese Dinge. Dass, wenn ich den dabei habe, dann kann ich mehr tragen. So eine Kacke. Wie viel Kilo brauche ich? 30 Kilo Wiener, mal 40, ja, da passt das. Leider Erz liegen lassen, so eine Scheiße. Du kannst das Erz hier mitnehmen, hast du Platsch? Das ist nur Erz. 40 Kilo Erz. Ausdauer und vielleicht nochmal Gewicht. Ein Steinerz farmst du halt und dann bist du voll. Ich finde doch der Kompass da oben ist schon eigentlich gut gemacht. Zwar alles da, musst ein bisschen gucken, aber es ist ja nice. Jo, was ist das jetzt hier? Okay. Ich brauche jetzt noch genau für das Ding. Mal schauen. Sollte er? Oh, ich will es weg damit hier. Oh. So was brauchen wir. Bin ich jetzt deppert oder was hier? Metallbahn und Fasern. Metallbahn kann ich hier. Wenn dann mal alle machen, das Ding, weil man braucht das für Neger, braucht man noch so.
Kegel. Geht eh nicht mehr. Fasern will der von mir. Fasern gibt's bei Bäumen. Hauptsächlich. Mensch, da hake ich meine Bäume ab. Ich dachte, ich bin fertig mit dem. So. Ja, ist echt. Es ist echt krass. Ist aber auch sehr, sehr viel zu managen irgendwie, gell? Na. Das Schwein musste wieder im Pool raus, das Schwein, jetzt muss essen. Gott, ich dachte wieder ins Pool wieder rein. So, mein Viech ist gar nicht draußen. Hier, schmilzt mal da. Du, wo gehst du denn hin? Du sollst hier. Digga! Achso, der geht wieder außen rum. Ja, okay, der geht ja außen rum, klar, klar. Damit er uns nicht im Haus stört, wa? Nett. Der hat angefangen mit dem Ding. Ist munter. Ja, schon cool geworden, das Game. Kann mir schon vorstellen, dass viele Größe das zocken auch mit ihren Kumpels und Kollegen und dann darum albern. Und dass das für viele Millionen an Umsatz sorgt für die. Und die machen es gleich wie wir. Na. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Komm, abbrechen. Ja, abbrechen. So. Ey. Jetzt kann ich selber bauen, oder? Ein Metallbarren. Na gut, dann schmilzt man hier, du Sau. Schmelz, was das Zeug hält. Schmelzen, schmelzen, schmelzen. Überfall. Oh, ich muss die. Wir müssen abwehren. Oh Mann. Ich muss die umstellen, dass sie verteidigen. Bin einfach nicht zu Hause, ne? Zack. Ja, kriegen wir schon hin. Und ich muss einen rausnehmen, meinen stärksten. Den habe ich den stärksten. Ja, den Nightwing, oder? Ja, der Nightwing. Ja, passt. Okay, wo sind sie? I'm ready. Pfeile 82. Aber ich trage zu viel. Ich trage zu viel, ich muss Sachen kurz in die Kiste schaffen. Ich weiß ja nicht, wie stark die sind, ob die wieder Maschinenguns haben. Aber ich habe doch das Ding fertig hier. Nee, doch, doch, habe ich. Ich habe selber Maschinengun hier. Fuck, ich kann nicht gehen. Ich muss kurz was ausladen. Das. Okay, los geht's. Warte, ach hier, ja neben dir ist einer. Ja, ja. Jetzt sind es wieder Banditenfeuer. Es können auch Pokémon sein oder so. Wo sind die denn? Sind die tot? Lol, ja, Musik zu weit. Bis ich was ablege, sind die alle tot. Ja, sind ja auch krass hier. Ja, unsere Pokédinger haben alle die vernichtet. Die haben sogar einen Boss hier und einen Dino und alles. Was mit dem? Der ist sauer? Okay, der gehört auch nicht zu uns. Da ist noch einer sauer hier hinterm Haus. Okay. Cool, da kann ich jetzt übers Dach gehen eigentlich. Von oben runterspringen. Gleiten. Praktisch. Okay, ich wollte gerade den Haken fertig machen. Und diese Pistole. Wieso kann ich die denn nicht nehmen? Die Pistole ist doch hier fertig, oder? Erhalten, so. Hier. Jetzt halt, zu Waffe umwandeln. Ey, bleibst du da? Das wollte ich ja nicht machen, dass ich das abwehre, die. Wie lange dauert das jetzt? Was passiert? Ich hab normalerweise kommt er doch zu mir. Oh ne, jetzt habe ich das Holz gesammelt, anstatt eins. Oh mein Gott. Hallo?